Zo'n wunderschöne guten Morgen zusammen. Ich bin jetzt in Mahahual. Das ist an der Karibikküste, also respektive jetzt das mal am Meer. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie es hier aussieht. Und ihr seht vielleicht da hinten, da hat es so ein Netz. Und das ist, weil es überall Seegras hat, ihr seht, da sind sie es am Aufräumen. Das ist überall an der ganzen Pazifikküste momentan und das ist ein richtiges Problem. Es nimmt immer mehr zu. Wegen der, vermutlich, es hat mehrere Gründe. Erderwärmung, Dreck im Meer. Ja, es hat da ganze Haufen Ursachen. So ganz klar ist man sich da auch nicht. Aber ich habe gestern mit einem geredet, wo das jetzt ein bisschen bekämpfen und er hat auch gemeint, es hat in den Jahren immer mehr zugenommen. Also auch in Tulum und Playa del Carmen, überall ist alles voll dem Seegras. Und das ist natürlich das Problem, weil die sind natürlich abhängig vom Tourismus. Und wenn es überall das Zeug stinkt, auch recht, das jetzt da nicht, dort hinten hat es noch viel mehr, das stinkt abartig. Und ja, der bekämpft jetzt das unter Hashtag SOS Tulum. Also geht es mal abchecken, ein ganz cooles Projekt, das er da gestartet hat. Und ja, an und für sich eigentlich ein richtig cooles kleines Dörfli da, mit da hinten da all den Restränden und so. Der erste Eindruck ist schon mal cool, abgesehen von dem scheiß Seegras, aber eben, da können sie eigentlich nicht gross etwas dafür. Aber sie machen wenn schon ein bisschen etwas dagegen. Und davor gesehen, dann haben sie so einen kleinen Ort abgeschirmt. Haben sie einfach Liegestühle reingestellt, links und rechts, damit die Leute, wenn schon die, baden können, weil da macht es nicht Spass, in dem Seegras zu baden. Das kann ich euch sagen. Also das Seaweed ist allgegenwärtig. Da sind sie sogar mit dem Bagger dran. Seht ihr im Hintergrund, das Seaweed hier abzutransportieren. Da vorne seht ihr einen. Wo das ganze Zeug aus dem Meer holt. Also es ist recht, wirklich ein riesiges Problem. Und es empfiehlt sich auch, euch bevor ihr hier in die Karibik geht, euch zu informieren, ob momentan gerade wirklich Seegras rum ist. Weil das kann euch, wenn ihr nur in 10 Wochen in die Ferien wollt, das kann euch die Ferien mal so richtig ruinieren, wenn es dann nachher so aussieht jetzt wie da. Und das ist ja nicht nur ein Ort, sondern das ist wirklich an der ganzen Karibikküste. Es hat glaube ich zwei Ausnahmen, das ist Isla Holbox und Isla Mujeres, glaube ich, wo kein Seegras hat momentan. Und dann werden wir jetzt etwas verkaufen. Wir haben jetzt etwas zu Mittag essen und ich habe in letzter Zeit ein bisschen das Essen vernachlässigt für euch. Nachdem ich so viele Kommentare bekommen habe am Anfang, dass ich immer nur esse, habe ich das ein bisschen zurückgesteckt. Aber jetzt geht's los. Ich zeige euch wieder ein bisschen mehr Essen. Und jetzt habe ich eine richtig geile Guacamole am Start.
Einen wunderschönen guten Morgen aus Mérida, der Hauptstadt von Yucatan und einer der grössten Städte in Mexiko mit etwas über 700.000 Leuten. Und ich habe jetzt hier mein Hostel eingecheckt, ist übertrieben, den Rucksack rein. Da, die haben irgendwie niemand, der dort arbeitet. Aber ich gehe jetzt zuerst mal auf die Walking Tour und danach komme ich zurück. Und dann sieht die Situation sicher schon ganz anders aus. Vamos a hablar en español y en inglés. I'm going to speak Spanish and English and sometimes my mother language, the Mayan language too. Das ist also ganz spannend, was er erzählt. Das ist zum Beispiel die erste Kathedrale in ganz Zentralamerika gewesen. Und es ist noch lustig, es sind etwa 50% der Bevölkerung hier in Yucatan reden immer noch die Maya-Sprache, also relativ viel. Und es ist auch interessant, wie sich hier in diesen Gebäuden alles von verschiedenen Nationalitäten so ein bisschen vermischt hat. Also viele Gebäude sind so ein bisschen im französischen Stil, es hat aber auch Einflüsse von Arabien und Portugal und Spanien und von den Mayas natürlich. Also es ist da so recht ein Mix da. Übrigens ist Yucatan bis etwa 1821 oder so, oder 1820, 1830, weiß nicht genau, ein unabhängiger Staat gewesen und ist erst dann ein Teil von Mexiko geworden. Ja, wo die Spanier hier angekommen sind in Yucatan, haben die in Spanisch gefragt, wie heisst das Land da zu den Mayas. Und die haben dann nachher gesagt, Pichapan. Und das heisst so viel wie, was meinst du? Also die haben einander nicht verstanden und die Spanier haben das nicht können oder sind das irgendwie, ja, ein kleines Missverständnis. Und auf jeden Fall ist dann nachher aus Pichapan ist nachher Yucatan entstanden. Die haben gemeint, was meinst du, heisst das Wort. Also, versteht ihr, was ich meine? Ich glaube schon. He? Also, es tut durch eigentlich ein Zufall, ist Yucatan nachher entstanden. So, wir sind jetzt hier etwas go essen, oder wir gehen jetzt etwas essen mit unserer österreichisch-belgischen Gruppe hier. Und es gibt Bibil, das ist eine Spezialität von Yucatan, das zeige ich euch jetzt genau. Oh shit, I messed up your video. Oh shit, you love me on that. Ja, stimmt, das können wir auch posten. Ja. So, wir haben jetzt gespissen und Ruben und ich sind jetzt hier noch in so einer Plaza Electronica. Und das sind, ihr seht hier, das ganze Haufen Läden, wo man alles so elektronisches Zeug bekommt, also so Smartphone-Halter, man kann da ein Handy reparieren lassen. Es hat glaube ich etwa 3-4 Stück da. Also recht coole Sachen, das gibt es überall, ein bisschen in den grösseren Städten. Aber die meisten verkaufen dort immer noch das Gleiche und nicht das, was ich brauche. Ich brauche nämlich ein Stativ und das gibt es da nicht. Wir haben jetzt hier uns noch eine halbe Stunde Füßsocken. Let the better players win. Also ich bin jetzt gerade etwas einkaufen und ihr habt vielleicht gesehen, an der Kasse stehen immer so ein bisschen ältere Leute, die sind schon weitaus pensioniert, irgendwie 70, 75, zum Teil schon sehen sie aus wie 80, die noch das Zeug einpacken, die Plastiksäcke. Und ja, die möchten das sehr vermutlich, weil sie halt irgendwie noch ein bisschen zu Geld kommen, weil sie in der Pension zu wenig Geld haben. Und was auch noch ein Fakt ist, sie packen einfach alles in Plastiksäcke ein. Und die Leute haben dann nachher mit ihrem Einkaufswägeli nachher zu ihrem Auto und haben einfach alles in diesen kleinen Plastiksäckchen eingepackt. Also das ist zum Teil furchtbar zum Anschauen. Dann haben sie einen Einkauf und sie haben etwa 15 Plastiksäcke in ihrem Einkaufswägeli. Also für das schauen sie nicht wirklich, um den Plastik irgendwie weniger zu machen, was ich ein bisschen schade finde.
Aber ja, vielleicht kommt das noch irgendwann. Leute, ich habe eine ganz traurige Nachricht für euch. Das Video ist fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich schalte zum nächsten Mal wieder ein. Ciao.